Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier zu Lanz kocht. Urlaubserinnerungen, unser Thema heute. Und wir werden nicht nur wunderbar kochen und über Urlaub sprechen, sondern auch ein paar Fotos zeigen, die Sie so noch nicht gesehen haben. Das verspreche ich Ihnen an dieser Stelle. Zunächst mal begrüßen wir sehr, sehr herzlich Tim Mälzer, Alfons Schubeck, Lea Linster, Cornelia Poletto und Andreas Caminada. Nein, ehrlich? Ja. Deswegen so. Ehrlich? Meine Herren. Grüß dich. Alles gut? Ja, hallo. Herzlich willkommen. Ja, komm, nach den Ferien ist es schon schön. Natürlich. Cornelia. Du siehst richtig los aus, ne? Lässig? Ja, super. Gefällt dir das? Ganz toll. Magst du das? Ich hab gedacht, heute ist harte Konkurrenz da, Andreas. Danke. Herzlich willkommen. Herrlich. Hör mal, das ist super. Ja, wunderbar. So nach dem Urlaub war ein schöner, langer Sommer, Cornelia, muss man sagen. Du wirst ja jeden Tag jünger. Ich werde jeden Tag jünger. Danke. Was, hier in der Sendung. Was möchtest du trinken, Cornelia? Du, im Moment bin ich glücklich mit meinem Wasser. Nein, schön, dass ihr da seid. Ich habe natürlich gedacht, ich muss so ein bisschen auf jugendliches Äußeres gehen, weil der Mälzer macht sich frisurtechnisch auch immer jünger. Schau mal, der kriegt jetzt allmählich diese George Clooney-Schleimfrisur. Ich habe die ersten vier grauen Haare bekommen, endgültig. Nein. Ja, wirklich, die ersten vier. Oh. Ich muss das mal deutlich machen, weil ich bin neulich durch Kappeln gelaufen. Und dann ging eine Frau an mir vorbei, also ich kam mir so entgegen, guckte mir so ins Gesicht, ging weiter, dann merkte ich schon, ja, sie hat mich erkannt, dreht sich um, schnauzt mich an in einem Ton, da können Sie sich gar nicht vorstellen. Da brauchen Sie sich gar nicht die Haare färben, man erkennt sie trotzdem. Aber super akkurat. Ja. Super schön, ja. Ich habe die Erlebnisse auch gerne. Es kommt, erstens kommt der Satz, Mensch, Herr Lanz, in Natura sind Ihre Haare ja sehr viel heller. Und das ist dann noch nett gemeint. Dann kommt der zweite Satz direkt hinterher. In Natura sehen Sie auch sehr viel dünner aus. Das ist aber so. Das ist so, danke, Tim. Ist bei dir übrigens auch so. Dankeschön. Ja. Ist ja, Fernsehen macht dick, ne? Muss man leider sagen. 5 Kilo. 5 Kilo mehr, genau. Also, wir freuen uns auf eine schöne Sendung. Das Motto dieser Sendung, Urlaubserinnerungen. Und bevor wir direkt einsteigen in diese schöne Sendung, wollte ich Ihnen, meine Damen und Herren, ein Foto nicht vorenthalten, das wir zum Thema Urlaub ausgegraben haben. Schauen Sie mal, das hier. Dieser nette, sympathische, gut aussehende, höfliche junge Mann. Man mag es kaum glauben, ist Tim Mälzer. Süß. Süß. Wirklich süß. Wo war das denn? Ja? Hast du eine Ahnung, wo das war? Kannst du noch mal? Nee, pass auf, wir zeigen es nochmal, das Bild. Zeig nochmal dieses Foto. Also, früher bin ich eigentlich nur nach Dänemark gefahren. Ich habe mir sagen lassen, ist Hamburger Flughafen. Ist das? Ja. Aber das bestätigt wirklich immer meine Theorie, wenn man ein hässliches Kind hat, also wenn man jetzt frische Eltern sind, ne? Und das Kind ist wirklich hässlich, entspannt euch, das werden die schönsten Schmetterlinge, weil guckt ihr einfach das süße Kind an und was daraus geworden ist. Nein, komm, du bist... Ja, wirklich, ich finde das... Du bist ein gut aussehender Mann. Pass auf, wir haben noch so ein schönes Urlaubsfoto, das werden wir gleich zeigen und auch darüber sollten wir reden. Aber zunächst mal herzlich willkommen Tim Mälzer, nochmal ganz offiziell, der uns heute macht. Tim... Ich hab's vergessen. Ja, ich sag's dir. Ich sage es dir. Tim macht uns heute Pulpo. Das ist ja der Tintenfisch, ne? Tintenfisch, genau. Tintenfisch Pulpo auf galizische Art mit Chorizo oder Chorizo, wie man das aussprechen möchte. Mhm. Chips. Das ist ja diese scharfe Wurst, ne? Ja. Diese spanische. Ja. Paprika-Mayonnaise und gebackenen Kartoffelscheiben. Auch das, ja. Lecker. Ist das richtig? Ja, lecker. Hast du vor? Ja. Das ist ja, ich lebe viel in Spanien, bin viel in Spanien unterwegs und ich finde eigentlich, dass so die spanische Küche im Ursprung eine relativ deftige und heftige ist, aber die Produkte, das heißt die Aromen, die sie da oftmals miteinander verbinden, wirklich sensationell sind und gerade diese Fisch-Fleisch-Kombination hier aus Salami und Pulpo. Pulpo ist nicht zu verwechseln mit dem zähen Gummizeug, was man oft beim Griechen kriegt, was so in Ring irgendwie also in Ringform und paniert das angeboten sind ja wird. Dann Calamari, ne? So, es sieht hier, das ist der Pulpo, den wir hier haben, den haben wir schon gekocht, denn der braucht eine Stunde, aber den muss man eigentlich nur eine Stunde in
Topf schmeißen, dann ist er fertig. Und das sieht immer so ein bisschen bläh aus. Gerade die Mädels mögen das nicht ganz so gerne von der Visualität her. Aber das Fleisch, das Pulpo-Fleisch selber. Ich könnte da jetzt so reinbeißen. Ist perfekt. Das ist also besser als jedes Kalbfleisch, besser als jede Poularde. Das hat einen richtig schönen, ganz zarten Biss, wenn man weiß, wie man es kocht. Das Aroma, ganz leicht süßlich, erinnert schon ein bisschen an Garnelen, ist eigentlich der bessere und vor allem der preiswertere Hummer. In meinen Augen. Finde ich auch. Das geht mir ganz genauso. Das ist ein ganz tolles Tier. Und möglicherweise dann auch nicht umsonst und sinnloserweise gestorben, wenn du es heute ordentlich behandelst und gut verarbeitest. Definitiv nicht. Tim, was machst du mit der scharfen Wurst? Mit der, wie spricht man die eigentlich aus? Wie sagt der Spanier? Chorizo? Das fragst du mich. Ich bin... wir haben noch einen Spanier hier, ne? Haben wir nicht einen Spanier hier? Haben wir Spanier im Publikum? Leike, bist du nicht Spanier? Bist du Grieche? Du bist Grieche, ne? Unser Kameramann wie spricht Leike denn der Grieche Chorizo aus? Ha? Sag mal, Leike. Du musst den Spanier fragen. Nee, sag mal, wie spricht der Grieche das denn aus? Chorizo. 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 Der Alfons müsste das wissen. Der hat so was Südländisches in sich. Alfons. Um was geht's überhaupt? Wie spricht man das aus? Chorizo, Chorizo, die Wurst. Ich sag das, im Grunde ist es scheißegal, wie es ausspricht. Hauptsache, sie schmeckt. Ja, so ist es. Ja. Also, es ist scharfe Wurst. Weißt du's? Wie spricht man es richtig aus? Chorizo? Chorizo. Chorizo spricht man es aus. Auf Romanisch wird es Chorizo heißen. Ach, du weißt es auch nicht. Ja, ja. Andreas weiß es auch nicht, obwohl er Schweizer ist und eigentlich sehr multinational unterwegs. Chorizo? Ja. Spanisch sollte eigentlich eine Sprache sein, die meinem Sprachfehler sehr entgegenkommt. Denn ich habe ja einen leichten Slick auf der Zunge. Ja. Also ich lispel. Und die Spanier sind ja per se Lispler, also von Natur aus. Aber Barcelona. Ich tue mich damit relativ schwer. Mit der Lisplerei? Nein, mit der spanischen Sprache. Also, ja. Gut. Wir ratschen gleich in Ruhe weiter, Tim. Ich befürchte es, ja. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Wir besuchen jetzt Alfons Schubeck, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Alfons. Der uns was ganz Feines auch mitbringt, nämlich einen lauwarmen Brotsalat mit Seeteufel und roter Beetesoße. Ja. Mhm. So, ich sehe schon hier, Alfons, das krustige Brot, der Brotsalat, das ist dann kein Brot, sondern eine Brezel, oder? Eine Brezel. Im Grunde kannst du alles nehmen. Du kannst hier Ciabatta nehmen, du kannst ein Schwarzbrot nehmen, du kannst ein Gewürzbrot nehmen. Wir haben jetzt also Brezenstangerl. Mhm. Die eignen sich insofern recht gut, weil sie eine schöne Form haben. Man kann es aber genauso gut in Würfeln machen, das geht ganz genauso. Hier habe ich ein paar Tomaten genommen. Ich mache so eine Art Tomatensalat mit ein bisschen Zwiebel. Ich gebe ein paar Gurken mit dazu, bastel das dann zusammen, dass diese Chips noch schön kross sind und lauwarm sind. Das gibt mir dann so alle Menü drauf, steckt ein bisschen da einen Kopfsalat, Portulak habe ich noch, Portulak kennen auch die wenigsten. Das ist ein sehr würziger Salat, ne? Oder? Portulak ist der einzige Salat, der auch die Omega-3-Fettsäure hat, die wenigsten hier haben. Ja. Und ist ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann wird die Lotte zugereicht und da habe ich den Saft von Rodi Beete. Die habe ich ein bisschen mit Birne abgezogen und machen so einen karamellisierten Apfel dazu. Das ist eigentlich eine Vorspeise, die es in sich hat. Sagen wir mal, die ziemlich gut schmeckt. Ich habe heute gedacht, Alfons, wenn wir eine Sendung machen, Cornelia, das ist doch berechtigt. Ich habe gedacht, als ich hörte, wir machen eine Sendung zum Thema Urlaub, dann definitiv ohne Alfons, weil der macht ja nie welchen. Nee, das wundert mich auch, dass der heute dabei ist. Aber jeder, der Urlaub hat, möchte wenigstens einen Tag beim Alfons gewesen sein. Siehst du? Das ist richtig, aber also ist Alfons wieder im Spiel. Er ist im Spiel, aber wann hast du denn das letzte Mal Urlaub gemacht? Vielleicht vor 30 Jahren. Jetzt ernsthaft jetzt? Ja, aber da fährst du bewusst wohin. Ich habe doch keine Lust, dass ich mich im Strand wälze, der eingeölt ist, neben seinem Haubentaucher legen muss, in seinen Schmarrn mir anhören muss. Ja. Da fahre ich doch lieber wohin, was gut organisiert ist. Schau mir diese Stadt an, bleib eine Nacht dort und fliege wieder zurück. Er meint uns. Ich habe nicht gesagt, ich meine dich. Ja. Als er gesagt hat, dass er vor 30 Jahren das letzte Mal im Urlaub gewesen ist, habe ich gesagt, glaub doch nicht jeden Scheiß. Der ist auch kein Bayer, der kommt aus Kiel. Ja, aber du machst nicht viele Urlaub, Alfons, ich weiß das. Und nichtsdestotrotz ist uns auch von dir ein wunderbares Foto zugespielt worden. Schauen Sie mal, die verträumte Seite. Wo warst du denn da? Auf einer Almhütte. Haben wir ein paar Fotos gemacht oder versucht, ein paar Fotos zu machen. Das ist ein herrliches Foto. Das ist auch definitiv der Beweis dafür, dass man sich jede Urlaubsbekanntschaft hübsch laufen kann. Ne? Die musst du erst einmal treffen.
Da hat die, und damit da hat die, ich, und da damit hat die Kuh ich aber die ordentlich eingepickelt, wollte ich sagen. Ja, ich weiß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, das wollen wir jetzt so nicht weiter verfolgen, Alfons. Aber auf jeden Fall, schönes Foto von dir. Vielen Dank, du meinst die Kuh. Nein, du bist so ein... Ja, ich wusste es immer, du bist ein Romantiker. Natürlich. Ja, und manchmal tarnst du das aber sehr geschickt. Und insofern bin ich froh, dass wir das heute mal rausarbeiten konnten. Alfons, wir ratschen gleich in Ruhe weiter, begrüßen jetzt mit einem donnernden Applaus Lea Linster, die aus Luxemburg zu uns gekommen ist. Jetzt habe ich kurz überlegt, alles Luxemburger hier, dann habe ich gedacht, nee, so viele seid ihr ja gar nicht. Aber fast. Wie viele seid ihr denn eigentlich in Luxemburg? 500.000. Ach, so wie die Südtiroler? Genau. Ja. Und wir kommen auch gerne in den Südtirol. Die Luxemburger machen sehr gerne dort Urlaub. Ist das so? Ja, und die Südtiroler kommen auch gerne nach Luxemburg. Ich weiß, also, ja. Ich glaube, vor allem die Südtiroler Kohle macht gerne Urlaub in Luxemburg. Ja. Die Deutsche auch. Ja, also und man soll auch manchmal nach seinen Lieblingen gucken kommen. Das ist wahr. Das kann ich mir vorstellen. Ist das immer noch so? Das ist ja alles. Aber mein Land ist in der Zwischenzeit sehr bekannt für gutes Essen. Das ist das eine. Ja. Und ich finde ja, wer immer eine ganz großartige Figur abgibt, ist euer Jean-Claude Juncker. Ja, der ist fantastisch. Ja, wie viele Sprachen spricht der? Er spricht dann an Französisch und Englisch, aber es kommt vor allem darauf an, was er sagt. Es gibt ja welche, die können ganz viele Sprachen, aber es wäre besser, nicht jeder würde es verstehen. Ja. Bei ihm darf jeder mithören. Kennst du den persönlich? Ja, sehr gut sogar. Ja? Sehr gut, und ich mag den. Ja? Ja. So, und erzähl mal, was erzählt er denn jetzt, wenn ihr mal alleine in der Küche steht, nach dem 8. Glas Wein? Ja. Wird es den Euro in 2 Jahren noch geben oder nicht? Er sagt immer, wenn du so weitermachst mit dem guten Kochen und beim Lanz, dann kann uns nichts passieren. Ja. Ich hab's geahnt, da gibt es Dinge. Natürlich, er ist Euro-Gruppenchef. Ja. Und ich würde einfach mal so sagen, das ist alles immer nur Gerede, denn ich kenne, das würde ja sonst rückwärts laufen. Das geht doch gar nicht. Deswegen schön, im Urlaub geht man so gerne ans Wasser, da sieht man, das läuft immer den gleichen Weg, immer in die gleiche Richtung, egal was geschieht. Und das gefällt mir. Ist auch so mit den Bergen bei euch. Die bleiben mal fester stehen, egal was da rumgeredet wird. Das ist richtig. Ich inspiriere mich sehr gerne an der Natur. Ja, auch der Alfons ist auch so eine Naturgewalt. Ja, das wir passen ja gut zusammen insofern. Ja, das ist wahr. Lea, du machst uns heute Lammkotelett. Ja. Von dir haben wir leider kein schönes Foto aufgetrieben in Sachen Urlaub. Du machst Urlaub, ne? Im Augenblick bin ich gerade hier in Urlaub. Ja. Hier ist so eine Art Urlaub für mich. Nee, ehrlich, das finde ich schön. Ich gehe nie in Urlaub einfach mal so. Jetzt gehen wir mal in Urlaub. Wo fährst du hin in Urlaub? Ich gehe am liebsten in eine Stadt. Nämlich? New York. Ja, also nach New York oder nach München. Entspannt dich, das durch New York zu laufen. Es ist so schön, in einer Stadt zu sein, wo alle rennen, um zu arbeiten und selbst braucht man nichts zu tun. Verstehe, ja. Ja, wahrscheinlich. Das ist das Schöne. Weißt du, wenn man aus Luxemburg kommt, ist man wahrscheinlich froh, wenn man einfach mal Menschen sieht, oder? Also andere meine ich jetzt. Also neue. Viele. Neue. Ja, viele vor allem. Viele, die sieht man bei uns, ihr seid ja da alle. Du kannst auch ewig über die Alpen wandern und triffst nie einen. Aber wir sind zwar nur 500.000 Einwohner, aber da kommen ja so viele jeden Tag da arbeiten. Über 150.000. Deutsche, ne, die da auch rüber. Und Franzosen und Belgier und alles. Und dann kommen noch die Touristen dazu. Also Menschen sieht man viele, aber es ist auch sehr interessant, in einer Stadt zu sein. Wo du sie nicht alle kennst, sind sie dich auch nicht. Ja, ja, das hat was. Es ist ein sehr nettes, sympathisches kleines Land, dein Luxemburg. Sag uns einmal kurz, Lea, was du hier machst heute. Also ich habe hier so, was ich gerne in den Ferien habe und das kriegt man sehr gut in den warmen Ländern. Ich mache hier so Lammkotelettchen, ganz kurz nur auf, sobald die Conny fertig ist, damit grillen, ist es an mir. Ja, ich habe gerade gedacht, deswegen schneide ich sie hier kleiner. Das sind Lammkotelettchen, wie du sie nennst. Das hier, wenn wir das andere mal auf dem Tisch von Cornelia zeigen, das, glaube ich, kann man nicht mal unter Fleischjens laufen lassen. Schau mal hier. Hier ist das Baby davon. Schau mal. Hier, nur mal ein kleiner Größenvergleich. Das ist Wahnsinn.
Ihr kriegt auch was ab, das ist heute nicht für mich alleine. Jetzt könnt ihr auch verstehen, warum Conny die Pfanne zuerst haben durfte. Ja, absolut. So. Ja. Und dann mache ich dazu so eine Art Ratatouille. Aber anstatt alles zusammen nur in den Topf zu machen, das würde ganz gut gehen. Es kommt ja nur darauf an, dass man gute Qualitätsgemüserei macht. Zucchini, Auberginen, Paprika, Rot und Grün, Tomaten, Knoblauch natürlich, damit das was herbringt. Und ein bisschen Zwiebeln. Aber da habe ich gedacht, ich brate jedes Gemüse einzeln an und mische es danach. Ist mal was anderes. Aber warum? Ja. Weil du Fleißarbeit machen willst? Weil du nichts zu tun hast? Oder? Einfach so. Anstatt dass das so wie ein Confit ist, also das müsste man eigentlich länger dann zusammen garen lassen, aber so geht das auch und das ist ganz ordentlich. Und schmeckt dann auch anders? Bringt das geschmacklich was oder ist das? Ja, es ist weniger so da hast du jedes Mal einen anderen Geschmack. Was ich sehr gerne liebe, was ich sehr gerne habe, sind so gebratene Zwiebeln. Mag ich sehr gerne, egal welche Konsequenzen, aber ich liebe es sehr. Egal welche Konsequenzen, ja, aber wenn die gut gebraten sind. Hat Wenn das Sie dann noch diese, sind, Horst Lichter nennt es Eigenantrieb, was dann entsteht? Ich aber weißt du, wenn das stimmen würde, dann sollten alle sehr viel Zwiebeln essen. Wenn man so schön angetrieben wird davon. Ja, aber ja, das würde Europa nutzen, das würde allem nutzen, dem Euro. Lea Linster, so, und wir freuen uns jetzt. Oh, das ist schön. Auf was ganz Besonderes begrüßen zunächst mal sehr, sehr herzlich Cornelia Poletto, meine Damen und Herren, die uns heute... Die uns heute macht eine Bistecca Fiorentina vom Chianina-Rind mit Rosmarinkartoffeln und Bohnensalat. Was ist eine Bistecca Fiorentina zunächst mal? Ein unglaublicher... Haufen Fleisch, ne? Ein Riesenfleischstück, ja. Magst du das? Ich liebe das, ja. Ehrlich? Ja. Mir ist das immer zu viel. Ich verstehe nicht, wie ein einzelner Mensch sowas essen kann. Also das würde ich jetzt auch nicht alleine essen, ne? Und auch nicht alleine schaffen. Ich kenne Menschen, die essen das. Ich hatte neulich Besuch von Bud Spencer. Der sagte den schönen Satz, ich esse, also bin ich. Und ich glaube, der kann das zweimal. Der hat einmal in einem Lokal am Gardasee, schöne Geschichte, dem Kellner gesagt, ich nehme die ganze Speisekarte. Und die kam dann auch und der hat sie auch gegessen. Das glaube ich sofort. Ja, ihre Geschichte. Bistecca Fiorentina. Was sind das für Rinder? Das ist ein typisches Rind aus der Toskana und deswegen ist es auch ein typisches Gericht aus der Toskana. Und das wird halt meistens gerne gegrillt. Oft ist es leider nicht gut abgehangen in Italien und dann auch sehr schnell mal zäh. Zäh und manchmal dann auch echt schwer verdaulich, ne? Wenn du anfängst solche. Das ist ja sehr faserig, ne? Auch. Also wenn die Qualität vom Fleisch stimmt, liebe ich das. Einfach das nur mit den Aromaten hinterher nach dem Angrillen, Anbraten. Was machst du denn jetzt mit diesem, wie gart man denn so ein Fleisch richtig perfekt so, dass man dann am Ende auch wirklich Freude dran hat? Man muss ja immer beim Kochen ein bisschen Geduld haben und lieber eine halbe Stunde mehr einrechnen. Und ich habe das jetzt wirklich scharf angegrillt, ohne das zu salzen, nur so ein bisschen Olivenöl drüber gegeben. Beidseitig, zack, genau. Zack. Ja? Und jetzt wie lange, sag mal? Von jeder Seite 2-3 Minuten. Okay. Ja. Und dann habe ich jetzt einfach nur ein paar Butterflocken, ein bisschen Knoblauch und Rosmarin dazu gegeben und lasse es jetzt im Ofen, ich mache jetzt hier mal 150 Grad, einfach so langsam ziehen. Und was wirklich ungefähr toll ist, ja, circa 20 Minuten, das kommt auch immer darauf an, wie du es gegart haben möchtest. Also das sollte eigentlich so medium rare serviert werden, dann ist es eigentlich am schönsten. Und wenn man so ein Thermometer hat, dann ist das immer sehr, sehr hilfreich, weil dann kann man immer ganz gut die Kerntemperatur kontrollieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Moment mal reingeht, dann sind wir bei 30 Grad im Kern. Sieht aus wie so eine Impfung. Ja, so, und aber das ist vielleicht noch mal ganz wichtig zu sagen. Also so ein Thermometer ist hilfreich wirklich für jedes Stück Fleisch. Ja. Nur bloß nicht so eins kaufen, wo so eine dicke Nadel dran ist, weil wenn ich da jetzt reingehe, dann sucht sich natürlich der Fleischschaft seinen Weg heraus. Und Ende der Geschichte ist, dass das Fleisch trocken ist und auch schnell zäh wird. Und deswegen ist sowas besser. Wurde irgendwo in der südlichen Sahara geerntet. Genau. Ja. Wir haben Cornelia natürlich auch keine Kosten und Mühen gescheut und auch versucht, ein Urlaubsfoto von dir aufzutreiben. Und es ist uns tatsächlich gelungen. Schau mal bitte hier. Was ist das? Es wurde uns so angeliefert. Ich habe das tatsächlich in letzter Minute
abgegeben und da war ich mit meiner Tochter in der Toskana und habe eine typische Fischsuppe dort gegessen, eine Cacciucco in einem sehr guten Restaurant. Die war schweineteuer und hat überhaupt nicht geschmeckt. Die Fische waren total übergart. Ehrlich? Und ich habe auch so böse und ernst geguckt und Paula hat ein Foto von mir gemacht und dann kann man ja so auf Verzehrbild stellen. Ja, ja. Und da ist dieses Foto heraus entstanden. Aber das war doch verzerrt, ja? Wir waren uns erst unsicher und haben... aber du machst Urlaub, ne? Du bist auch jemand, ich bin jemand, der Urlaub macht. Also ich weiß nicht, wie Alfons erzählt das auch nur. Ich meine, Alfons hat auch Kinder und man muss ab und zu mal raus und abschalten. Und mit meiner kleinen Tochter mache ich gerne Urlaub. Ja gut, Alfons macht das schon, oder? Alfons, du gehst schon mal raus und schaltest mal ab. Und einen Tag. Einen Tag. Wohin maximal ziehst du dich dann zurück? Meistens, wenn der FC Bayern Champions League hat, da freut er mich zwei Tage mit. Das ist ja auch kein Grund zur Freude dann. Bisher war es ein Grund zur Freude. Nicht lästern, mein Lieber. Gell? Nein, ist ein toller Verein, der FC Bayern. Also, wir sind sehr gespannt. Cornelia, ratschen gleich mal in Ruhe weiter, wie du dann die Rosmarinkartoffeln und so weiter. Genau. Ja, aber da brennt ja erstmal nichts an. Im Moment passiert nichts. So, und jetzt begrüßen wir, da haben wir extra heute an deine Seite gestellt, den Mann, der noch mehr Olivenöl im Haar hat als Tim Melzer, der Andreas Caminada. Andreas, schön, dass du bei uns bist. Das ist cool, ne, diese Frisur. Kann das tragen, ne? Das braucht man. Und die braucht Dampf, dann braucht man das. Ja. Alfons, ich habe einen Vorschlag. Wenn diese Sendung heute richtig gut läuft, du hast ja den Melzer neben dir, schaust ihm mal genau seine Frisur an und ich schaue mir seine an. Und dann nehmen wir hinterher so ein kleines bisschen Öl und machen uns beide auch noch mal so eine Welle, oder? Das geht bei mir nicht, bei mir läuft es gleich runter, weil nichts mehr drauf ist. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Andreas Caminada, man kann es nicht oft genug sagen, hatte vor einigen Wochen hier sein Debüt in der Sendung gegeben und ist der jüngste Sternekoch der Schweiz. Das Drei-Sterne-Koch sogar, ja, das ist eine absolut großartige Leistung. Es gibt nicht viele. So. Gibt nicht viele, nur zwei. Drei-Sterne-Köche. In der Schweiz gibt es nur Drei-Sterne-Köche, ja. Wow. Und auf der Welt gibt es 100. Es gibt auf der Welt 100 Drei-Sterne-Köche? Lokale. In der Schweiz Lokale, zwei. Ja. In der Schweiz zwei und in Deutschland 9. Na, dann ist es ja gar nicht so toll, dass du der Jüngste bist. Aber dass du ein Drei-Sterne-Koch bist, ist toll. Das ist alles toll. Ja. Ich muss einfach noch 20 Jahre arbeiten. Wie alt ist der andere Kollege? Der ist schon Pensionsalter. Ah, ja, das ist ja auch ungewöhnlich, sich in dem Alter. Du hast mit 33 drei Sterne gehabt. Genau. Ich habe sehr früh angefangen. Passend zum Geburtstag, drei Sterne. 33, ja, genau, drei Sterne, zack, zack. Also ich habe mit 26 habe ich meine Selbstständigkeit. Wann kam der erste? Der kam 2005. 2003 eröffnet, 2005 kam der. Wow, der zweite? Aus heiterem Himmel. Ja? Wir waren irgendwie zu zweit in der Küche und dann musste ich einfach langsam dann ein bisschen mehr Leute mit reinnehmen. Und dann kam der Nächste, da musste ich wieder mehr Leute einstellen. Also das war so ein bisschen und ist das dann auch ein Wirtschaftsfaktor? Ich habe mal gesprochen, auch mal Frage in die Runde. Ich habe mal gesprochen mit einem Gastro-Experten, der mir sagte, hast du einen Stern, dann ist der Laden deswegen so einigermaßen voll, weil Menschen aus der Region dann sehr zuverlässig kommen. Hast du zwei, kommen Menschen aus dem ganzen Land, sprich aus ganz Deutschland. Und hast du drei, kommen egal wo du bist, auch so internationale Gastro-Wanderer, sagen wir mal. Ist das so? Ja, das ist wirklich so, ja. Ja, Tim, was lachst du? Frag mich nicht, ich habe keinen Stern. Ja gut, aber... Aber so lange Deutschland bei uns zur Großregion gehört, ist das so. Ja. Ja, ja, drei Sterne lokal, das ist schon... Drei Sterne? Du bist ja da ganz... Man ja hin. Du bist ja ganz auf dem Land irgendwo versteckt, quasi, oder? Auf dem Land, aber trotzdem nahe zur Stadt. Also eine Stunde von Zürich entfernt. Naja, eine Stunde muss man erst mal fahren und auch fahren wollen. Aber ich glaube, drei Sterne sagen ja auch, es ist eine Reise wert. Also wir haben viele Leute, die aus dem Ausland kommen und... Hast du wirklich Gäste, die nur zum Essen dahin reisen? Ja, durch diese Entwicklung schon. Erster Stern merkt man das nicht, zweiter merkt man das ein bisschen. Beim dritten ist es wirklich so, dass man... von überall her Leute haben, die kommen. So, von dem her. Internationale Gäste. Es bringt schon extrem viel, auch wirtschaftlich. Das ist wirklich so. So, wenn man so Fan-up ist. Und, Ganz erstaunlich. Aber natürlich auch große Verantwortung, sehr viel Arbeit, hoher Materialeinsatz, hohe Personalkosten. Das ist eben wichtig, dass man das auch kann. Man muss mit... Das Management dann auch. Genau, also die Zahlen müssen stimmen, für mich auch. Weil Markus, ist, man muss einmal sagen, er hat 24 Sitzplätze. Ja? 24? Mhm. Mal ja. Also Mittagabends, und die hast du voll, ja, natürlich. Das ist, du kannst auf ganz hohem Niveau kochen. Mhm. Ich habe zum Beispiel 200 Sitzplätze, auch am Stern seit 30 Jahren.
In Waging habe ich 100 gehabt, 200. Am Samstag haben immer 200 Gäste. Mhm. Und da musst du verdammt aufpassen, da musst du richtig gut sein, da musst du eine gut eingeschliffene Mannschaft haben. Ja, klar. Sonst geht es nicht. Ja, und jetzt kommt die zweite Frage. Wirst du gesponsert? Mhm. Also oder betreibst du den Betrieb selbst? Ja. Hast du eine große Kette hinter dir? Ist es wurscht, ob ihr einen Wareneinsatz von 50% hat oder von 23% oder 30%? Mhm. Er muss ja nicht leben davon. Mhm. Wenn er sagt, ich muss davon leben, dann ist es anders. Ich muss davon leben. Ich muss 240 Angestellte bezahlen. Und da muss ich schauen, dass ich hohe Qualität habe, dass ich das alles rentiert und dass ich auf dem Niveau bleibe. Das ist der Verhältnis. Genau das Gleiche. Ich meine, ich habe mit 3 Angestellten angefangen. Jetzt sind es mittlerweile 28. Wir haben zum Glück einen Pro-Kopf-Umsatz, der das auch das mit auch passt. Ungefähr 250-300 € hast du mal erzählt. Pro Person, ja. Ein bisschen wirklich bis zu 8 Monate im Voraus ausgebucht. Also da kommen dann wirklich die Sozialbedürftigen kommen dann zu dir zum Abendessen. Was schön ist, wir sehen jetzt bei uns wirklich, dass wir einen guten Mix haben. Wir haben wirklich auch junge Leute, also turmäßig, die das wirklich schätzen. Und wir haben nicht nur diese Oberschicht, die kommt, sondern wir haben wirklich die Leute, die ein Gesamterlebnis suchen. Und das gibt es ja ganz viele, ne? Menschen, die einfach sagen, das ist eine Leidenschaft, einfach gut zu essen und hat dann zunächst mal mit der Frage, ob die einflussreich sind, ganz, ganz viel Geld verdienen oder so, gar nichts zu tun. Nee, die lieben einfach gutes Essen. Ja. Andreas macht uns heute eine Schokrischnitte. Eine Schokrischnitte. Und die Frage ist, wie machst du die? Ich habe da einen Crunchboden drunter. Das ist so mit Nougat und Schokolade. Ja. Dazu kommen so knusprige Hippen, zerbröselte. Ja. Das haben wir jetzt eingesetzt. Das stellen wir jetzt kühl. Crunchboden, was ist denn da drin? Kannst probieren. Das ist Schokolade, Nougat und Hippen. Quasi ein bisschen. Ja. Darf ich mal kosten? Ja, koste mal. Das nehme ich jetzt ein bisschen viel, sondern gut. Das Crunch dann so richtig nachher. Oh. Und dann kommt ein Japone-Bohnen drauf, das haben wir da hinten. Was kommt dann drauf? Ein Biscuit-Bohnen, das ist wie ein Eiweißaufschlag mit Haselnüsse und Zucker. Der wird jetzt schau mal da rein hier. Aber müssen wir zumachen wieder, oder? Nee, ist langsam fertig, ja. Noch jetzt. Darf ich uns einmal zeigen hier, schau mal. Mach nochmal auf. Zack. Zack. So sieht das aus, wenn der Schweizer Drei-Sterne-Koch Biscuit-Bohnen macht. Der kommt dann da drauf danach und dann kommt noch die Schokomasse oben drauf. Und dann wird es mal kühl gestellt. So was ganz Leichtes. Das ist eher ein bisschen schwerer. Ja. Sehr schwerer. So, was hast du denn hier noch alles? Hast du ganz viel? Ich habe noch ein paar Sachen mitgebracht, weil das die Schokolade ist meistens ziemlich eben schwer auch. Da braucht es ein bisschen Leichtigkeit dazu. Ja, genau. Also wir machen noch ein paar Himbeeren, die marinieren wir mit Himbeeren, Himbeergeist, ein bisschen Staubzucker. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar Mandeln dazu. Und ein bisschen Zitrone. Geschälte Mandeln, ne? Das sind frische, grüne Mandeln. Ah, okay. Die haben wir ausgelöst. Also wenn man die probiert, die sind wirklich roh. Oh ja. Mhm. Und dazu geben wir noch ein bisschen Zitronenschale. Was machst du mit denen? Die tun wir dann nur leicht mit ein bisschen Butter noch schwenken. Und dann dazulegen. Dann kommt die Zitronenschale dazu für die leichte Säure. Mhm. Und so. Dann hast du hier Zitronen, was ist das Confit, hier? Confit, das ist Confit Zitronenschale. Also. Das gleiche wie dort, einfach klein geschnitten. Okay. Und hier haben wir was? Das ist auch Himbeer, aus dem Himbeerkohle gekocht. Selber gemacht natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und das bereitest du dann alles so vor. Ja, was ich immer so faszinierend finde, ist diese ganze Kleinteiligkeit, die da in dieser Küche da vorhanden ist, oder? Verliert man da nicht den Überblick manchmal? Nein, eigentlich nicht. Das sind ja genau die Details, die wir pflegen. Die es ausmachen. Die dann wirklich diesen Unterschied auch machen. Und nicht nur in der Küche, sondern auch auf den Zimmern und überall im ganzen Haus. Also sich wirklich die Details. Die es ausmachen. Genau. Also, ganz toll, mal so einen Einblick zu kriegen, Andreas. Herzlichen Dank in diese edel-Gastronomie. Hier passiert gerade nichts so Spektakuläres, ne? Wasser kocht vor sich hin, Kartoffeln. Kartoffeln. Ich mache gerade die Rosmarinkartoffeln, die habe ich auch roh angegrillt. Also das sind kleine Drillinge oder Grenaille-Kartoffeln. Kannst du den Herd ein bisschen runternehmen? Mit dünner Schale, ja. Und die sind angegrillt und jetzt kommen noch ein bisschen Knoblauchzehen einfach so im Ganzen dazu. Die werden dann schön weich und die kann man da rauskratzen. Dann haben die auch nicht mehr die Schärfe, die sonst der Knoblauch hat. Und wer das nicht mag, lässt es einfach, aber es gibt einen tollen Geschmack. Herrlich. Hast du besonders schöne Urlaubserinnerungen, Cornelia, an denen du uns teilhaben lassen möchtest? Ich finde irgendwie Urlaub immer spannend, weil man an Plätze fährt, die man im Zweifel noch nicht kennt. Und, ich spiele jetzt auf deinen allerersten wunderschönen Urlaub in Holland an, als dieser junge Mann plötzlich vor dir stand. Du warst 6 und er war 7. Ja, Arjen, ne, meine große Kindergartenliebe, mit der ihr mich ja schon mal überrascht habt hier. Das war schon eine große Geschichte. Also Urlaubserinnerung finde ich einfach toll, weil, wie gesagt, es ist was Neues. Man ist im Zweifel mit Menschen zusammen, die alle entspannt sind, mit denen man sich erholt, wo man schöne Dinge probieren kann, essen kann.
entspannt zurückkommt, wieder für alle zu ertragen ist. Das finde ich auch. Hast du das auch so Phasen, wo die nette Cornelia? Ja, ich merke auch manchmal, dass auch Cornelia an ihre Grenzen geraten ist. Ja, ja, das glaube ich. Ja, das ist ja körperlich auch wahnsinnig anstrengend, was ihr da so macht. Lea mariniert hier einfach nur die Lammkoteletts, ne? Ja. Und passiert gerade was? Ja, ich habe hier so die Tomaten passiert, weil was stört einen an den Tomaten sind die Kerne. Ja. Dann habe ich einfach, ich habe vorhin die Tomaten mitgemacht für Timmy, für Conny. Und jetzt habe ich mir die Innereien da genommen, püriert und mache da daraus eine sehr gute Soße. Also bei mir geht es nichts verloren. Sehr gut. Ist auch nichts verloren. Ich bin gespannt auf dein Ratatouille. Und wir schauen, wie es Alfons hier so ergeht. Bist du schon fast fertig, Alfons? Nein, ich habe den Fisch nicht gebraten, ist noch nichts passiert. Du machst uns ja heute, pass auf, lass noch mal schauen, den das passt nicht. Brotsalat, also mit dem Seeteufel, genau, der Seeteufel war es. Ein bisschen karamellisierter Fenchel, den ich da jetzt gerade drauf gebe. Karamellisierter Fenchel, das ist übrigens ein großartiges, gerade wenn der FC Bayern mal wieder Champions League spielt oder so, kann man nebenbei ein bisschen mit Fenchel, sag ich mal. Selber erst so weit kommen, dann reden. Ja? Sehr, sehr beruhigende Wirkung. Jim, wie geht's dir mit deinem Pulpo? Ich bin mehr oder minder fertig. Es liegt aber auch daran, dass ich einfach das Rezept abgewandelt habe. Das Problem ist ja, Andreas und ich haben uns vorhin auch schon unterhalten, ich bin eher so ein Emotionskoch. Das heißt, ich muss zwar manchmal Rezepte entwickeln, aber ich halte mich selber ganz, ganz, ganz ungerne dran, weil ich habe eher so nach Lust und Laune. Und ich hatte jetzt irgendwie für mich festgestellt, dass das Gericht zu schwer wird, wenn ich noch eine Mayo mache. Also habe ich die Mayo einfach rausgeschmissen. Also ich wollte ja noch so einen Limonendip dazu machen, einfach ein bisschen frischer Joghurt. Die Tomaten, die habe ich da kurz leer mit beschäftigt, mir die schon mal kurz in Wasser zu tauchen, zu enthäuten, Kerne rauszumachen. Der Pulpo ist jetzt schön gebraten. Dann habe ich jetzt hier einfach nur das gute Grundprodukt. Super. Jalapeno-Chilis. Jalapeno-Chilis. Das sind grüne Chilis, die sind besonders pikant. Dann habe ich jetzt hier, Kartoffeln. Und zwar ganz bewusst, so die ersten Kartoffeln, die ich im Griechenland gegessen habe, in meinem Griechenlandurlaub. Du warst im Griechenlandurlaub? Ich war im Griechenlandurlaub. Wie alt warst du? 12. 12. Und ich hatte komplett, das weiß ich noch, komplett Urlaubskleidung von C&A. Da waren wir schön einkaufen, da gibt es auch ganz viel extra vorher noch beim Friseur. Das war eigentlich so der erste richtige Urlaub. Ja. Wir sind schon mal nach Dänemark vorher gefahren, aber jeder, der in Dänemark weiß, das ist jetzt nicht so der spektakuläre Urlaub. Nein. Es ist schön, machen wir immer noch gerne. Dänemark ist sehr schön, finde ich. Mir fehlt ja so ein bisschen was. Und da gab es immer den Pulpo. Und was ich so faszinierend fand, und das darf man einem 12-Jährigen auch nicht verdenken, der Pulpo, der wird praktisch lebendig rausgeholt, dann an die Füße genommen und dann dumpf an die Wand geschlagen. Ehrlich? Ja, damit er weich wird. Und das ist natürlich für einen sadistisch veranlagten 12-Jährigen, was wir eigentlich alle doch mehr oder minder sind, natürlich... Ein Offenbarungserlebnis. Eine Offenbarung. Das ist so offiziell... Offiziell? Ernsthaft wird das so? Ja. Heute noch so gemacht? Wahrscheinlich auf dem Land wird es. Auf dem Land. Pulpo auf dem Land. wahrscheinlich wird es immer noch so gemacht, aber ich glaube, in den Großküchen, so wie wir jetzt oder so, da macht man sowas nicht mehr, was auch gut so ist. Aber für mich als 12-Jährigen, das war sehr beeindruckend, wie sie eben das praktiziert haben, da das Viech zu schlagen, dann zu essen und dann diese halbweichen Pommes, die hier. Das sind jetzt nicht so knusprige Pommes, wie wir sie aus der Imbissbude kennen, sondern so einfach frische Kartoffeln in heißes Öl gegeben und dann sind die noch so ein bisschen weich, haben aber trotzdem diesen frischen Fettgeschmack und das mag ich eigentlich bis heute ganz gerne. So, dann haben wir noch... Für den Fall, dass man dann doch nicht mehr so kraftvoll zubeißen kann. Ist das hier? Ja, aber du wirst gleich überrascht sein. Aber die lecker. Dann hier noch ein bisschen geräuchertes Paprika. Ne? Also ganz klassisch ist eigentlich Pulpo, galizisch nur Pulpo mit Kartoffelscheiben und Paprikapulver. Ich habe das ein bisschen aufgepoppt, weil die Leute sollen auch ein bisschen was sehen. Aufgepoppt. Dann ganz lecker hier hinten eine Paprikamarmelade. Die kann ich wirklich empfehlen, zu Hause zu machen. Paprika einfach nur runterschneiden, mit ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Zucker, weich kochen, dann aus der Flüssigkeit rausnehmen, mit der Küchenmaschine richtig schön püreeartig verarbeiten, zum Schluss noch mit ein bisschen Limettensaft und Salz abschmecken und das ist wirklich eine pure Sensation. Okay, kann man die auch vorher an die Wand schlagen oder? Könnte man. Oh, das ist gut. Nee, das ist sehr gut. Das ist wirklich gut. So. Oh, aber da ist... So. Fertig. Super. Vielleicht lässt du noch ein bisschen was von dem Pulpo übrig. Doch Urlaub aus, oder nicht? Das sieht total nach Urlaub aus. Und apropos Urlaub,
während wir noch mal auf dieses wunderbare Gericht schauen, Tim. Du warst 12. Ja. Kommt ihr bitte zum Essen währenddessen schon mal rüber. Seid alle sehr beschäftigt, ne? Wir bräuchten euch hier zum Essen. Du warst 12 Jahre alt. Ja. Du erinnerst dich an dieses alte Udo Lindenberg-Lied. Man drückte sich die Pickel aus und sah so aus wie Peter Kraus. Nein. War das bei dir auch so? Nee, das ist mehr deine Generation. Meine Generation? Also mit, warum? Warum? Nee, ich war wirklich, ich meine, ich hatte zwei Probleme. Ich bin nie richtig in den Stimmbruch gekommen. Ich habe nie richtig Bartwuchs bekommen, bis heute nicht. Jetzt heute geht das so langsam los. Ich habe die ersten drei Brusthaare inzwischen. Hier ganz Nein. stolz. Doch, ganz, ehrlich. Wollen wir zeigen? Ja, bitte. Nein. Drei? Das ist nicht viel. Drei Stück. Da kann man doch mal stolz drauf sein, auf die ersten kleinen. Ja, aber... Ach ja. Ja. Toll. Ja. Mach weg! Zwei. Und ich habe nie Pickel bekommen. Hast du aber lange wachsen lassen. Mit 22. Ja. Da habe ich mal so eine Phase gehabt, wo ich zwei, drei Pickel hatte, aber das war dann auch schnell vorbei. Ja? Ganz schnell, ja. Ich hab, so, wir kosten gut jetzt mal, Tim, bevor Bitte? Wir gleich über deine erste große Liebe sprechen und fragen Lea. Oh, rein. Hast, wie du, hast du die probiert hier, die Paprika? Ja, die hat genau richtig Wumms, Tim. Ne? Süß und scharf. Oh. Ja. Diese Paprika, die Paprika-Marmelade, wie Tim sie nennt, die hat richtig Wumms. Ja, lecker ist die. Marmelade sagt er, um ins Irre zu führen. Ja. Aber das ist richtig süß und richtig schön scharf. Toll. Super. Und die ist gut geschlagen. Hier, die ist schön zart, deine Pulpo. Haben die Herrschaften von Herrn Landsberg. Sehr schön zart, das muss ich schon sagen. Cornelia, wie findest du es? Sehr gelungen. Absolut. Ja, ist ein wunderschönes Spiel. Ja. Also der Pulpo mit der Paprikamarmelade, ja. Auch die Chorizo, die knusprigen Kartoffeln. Sehr gelungen. Und ich finde, Tim, es war eine sehr gute Idee, die Mayonnaise wegzulassen. Ja. Ja. Wäre sonst zu schwer geworden. Mhm. War meine Idee. Ja, weiß ich. Ja, deswegen. Ja. Den Pulpo? Nee, es war eine gute Idee. Den Pulpo. Es gibt so viele unterschiedliche Wege, den Pulpo zu kochen. Der ist jetzt übrigens von deinem Team gekocht worden, die das wirklich hervorragend hier immer für uns vorbereiten und die ganzen Lebensmittel hinstellen. Und wenn wir zeitlich ein bisschen eng sind, auch wirklich die Sachen auf Anleitung nur zubereiten. Ich habe das gemacht, heute Morgen um 5. Du gemacht? Heute Morgen um 5 sind, wir von der Reeperbahn nach rausgefahren. Gut, okay, aber du weißt... Um 6 waren wir dann Hallenbad putzen, ja, um 7 haben wir den Pulpo gekocht. Nee, aber das ist wirklich ganz toll gekocht und es ist simpel. Entweder legt man den Pulpo tropfnass in den Topf rein, Deckel drauf, Salz, Pfeffer drauf, fertig. Oder eine Brühe kochen, reinschmeißen und ein großes Geheimnis, so lange warten, bis er fertig ist. Da kann man keine 20, 30, 40 Minuten, das ist abhängig von der Größe. Es gibt diesen Tipp mit den Korken drin. Ja, wer macht das, die Spanier oder die Italiener? Das war ein besoffener Fischer, der wahrscheinlich den Pulpo verkocht hat. Ja, aber es gibt in vielen Kochbüchern, steht drin, schmeiß einen Korken mit rein, dann geht das schneller und der wird noch zarter. Ich habe beides probiert, es stimmt nicht, aber es gibt einem ein gutes Gefühl, man hat was zu erzählen und das Ding wird sowieso zart. Ja, ist absolut ganz zart. Alfons, was sagst du? Das stimmt nicht. Es ist ein Schmarrn. Ja, klar. Was sagst Weil bei den Korken, Alfons? Was es heute gibt, kann kein Pulpo weich werden. Alfons, du hast probiert. Was sagst du? Schau mal, das ist ein Teil des Teams, über das Tim gerade gesprochen hat. Wenn Sie Lust haben auf ein Picolöchen, Sie sind herzlich eingeladen. Wollt ihr auch was trinken? Wollt ihr was trinken? Du bist gestresst gerade? Ja. Willst du was trinken? Ja, ich habe hier Wasser. Wasser? Willst du noch was trinken, Cornelia? Bei mir ist alles gut, danke. Okay. Andreas, danke, du hast danke. Probiert? Ich habe probiert, was sensationell. Wirklich sehr, sehr gut. Auch diese kalten Tomaten, wo es ein bisschen wie ein Salat wirkt mit den Zwiebeln. Der Pulver und der scharfen Soße, super. Ist fein, ne? Sehr, sehr gut. Ich auch. Sterneniveau, ja? Sterneniveau? Fix zwei Sterne. Er sagt Sterneniveau. Das nehme ich an, ernsthaft. Das finde ich gut. Danke. Ja, er hat es eben sehr gelobt. Alfons, hast du gegessen? Was mir gut gefällt, ist diese Marmelade da. Die Paprikamarmelade? Ja, dieses scharfe, leicht süßliche. Dann dieses, also wer den mag. Ich esse das unglaublich gerne. Der kann den reinhauen, wie verrückt ich mag den. Ja? Also, dann bedanken wir uns sehr, sehr herzlich bei Tim Mälzer zunächst mal. Und freuen uns jetzt, Alfons, auf deinen lauwarmen Brotsalat mit Seeteufel und Rote-Bete-Soße. So sieht's aus.
mal schön. Tim, einmal schnell probieren, bevor du entfleuchst. Lea, einmal kurz dazu. Andreas, gerne, komm gerne rüber. Ja, ja. Cornelia, du auch, bitte. Willkommen. Heute ist so ein bisschen Stress hier, trotz Urlaub, ne? Habe ich das Gefühl. Gerade im Urlaub hat man wieder in den Alltag reingeworfen worden, weißt du? Gut, du hast ja auch was gut zu machen, ne? Du hast ja auch was gut zu machen. Ja, aber es ist schon. Ich denke an deine verbrannten Pinienkerne vom letzten Mal, Cornelia. Ich bin so entspannt, weil ich kein Dessert machen muss. Das ja, ne? Super. Die arme Cornelia, du warst nicht hier, Tim. Hat ein Dessert gemacht. Wurde schon getwittert, gepostet und ich bin so dankbar, dass ich nicht dabei war. Ja, es ging alles schief, was schief gehen konnte. Und am Ende gab es noch nicht mal Strom für die Eismaschine. Oh. Aber das Rezept grundsätzlich war gut. Es hat also geschmacklich eine Eins. Wir waren auch fantastisch. Die Sendung war zu kurz. Ja. Es war die Fantasie sehr gefragt. Der Cornelia hat ja Arme, ne? Alfons hat Arme, das sieht man gar nicht so. Tut mir sehr leid, aber richtig Power, ha? Ja, der ist trainiert. Ich glaube, der isst jeden Tag so ein Salat. Also, was, wie findest du's? Ja, was soll ich sagen? Es hat ein ganz tolles Spiel aus Säure, Knackigkeit, dem zarten Fisch. Farblich ist es sowieso eine Eins, da kriegt man gute Laune. Erinnert sich noch mal an den letzten Urlaub. Alfons, das hast du wieder gut hingekriegt. Das schmeckt einfach. Was ich schön finde, Cornelia, was ich schön finde, das, was Andreas eben auch gerade schon, ich glaube, Andreas war es, über Tims Essen sagte, dieses schöne Spiel, so kaltes Essen, warmes Essen, knusprig, Säure, Süße, alles da. Das ist ein Geschmackserlebnis. Warm ist ja auch für jeden Koch immer toll. Na, da bist du immer raus. Es ist nie zu warm, es ist nie zu kalt. Aber das finde ich nicht. Ich finde schon, dass das sehr gekonnt sein muss. Also gerade mit lauwarmen. Ja, lauwarm heißt ja, dass du das alle Minute gemacht hast und dass du irgendwas aus dem Kühlschrank rausgezogen hast. Ne? Eben. Und wenn du halt eine kalte Tomate isst, die brauchst du so lange, bis die einmal, sagen wir mal, genau die Temperatur, dann schmeckt sie nicht mehr. So ist es. Und das ist auch der Respekt vom Gast, dass man ihm etwas, dass er sieht, es ist frisch gemacht und nicht irgendwo, das kommt jetzt aus dem Kühlschrank raus. Wobei das nicht schlecht ist. Ne? Nein, aber. Das ist ja leicht. Ne? Das ist eine sehr leichte Küche. Ich meine, da können wir auch 10 Gänge hintereinander so essen. Weil 10 Gänge könnte man da wegessen. Ne? Ja. Das ist schöne. Super. Lea, ist bei dir alles in Ordnung? Ja, so ziemlich. Es raucht nur so. Ja, aber das ist euer Pension hier, das bin nicht ich. Ja, ja. Aber wir müssen uns keine Sorgen machen, ja? Nein, aber ich habe beim Alfons gekostet und ich muss sagen, dass das sehr gut ist. Und ich finde fantastisch, wie er dieses Brot so schön kross angebraten hat. Und mit dieser rote Beete, Soße und allem zusammen schmeckt das hervorragend. Und das mit dem lauwarmen, das mag ich sowieso. Das ist übrigens auch sehr gesund, gell, Alfons? Ja. Sehr gesund, warum? Weil die Leber viel lieber hat, wenn es nicht so heiß kommt. Ach, okay. Schauen wir mal andersrum, der Körper braucht am wenigsten Energie. Ja? Genau. Um es. Es geht die Leute trinken immer Eistee. Ja. Wenn du den Tee in Zimmertemperatur trinken würdest, würde er viel mehr nützen. Ja? Weil der Körper die Energie nicht braucht. Mhm. Das ist wie kühlen und hitzen. Ich trinke Eiswasser. Hast du getrunken? Ja. Tim, hast du probiert? Ja. Und? Ja, du hast richtig viel gegessen. Ich hab's gesehen. Seeteufel ist eines der ganz wenigen Produkte, das ich nie im Restaurant bestelle. Weil ich finde, das ist so ein Fisch, wenn der vergeigt wird, wenn der zu trocken gebraten wird oder nicht richtig durchgebraten, dann mag ich den einfach nicht. So, und da ist doch die Gefahr relativ hoch, außer halt in sehr, sehr guten Restaurants. Mhm. Und gerade diese Kombination, weil es ein schönes, süßliches Fleisch ist, auch mit dem Ingwer und dem Ganzen, das ist richtig fein. Ja, es ist super. Richtig fein. Ganz toll, Alfons. Vielen Dank. Alfons, hast du gut gemacht? Vielleicht solltest du mal was mit Kochen machen. Wie bei dir beim Kochen. Nein, ganz, ganz hervorragend. Vielleicht kannst du für unser Publikum hier vorne auch noch ein bisschen was fertig machen. Tim hat gerade schon mal so eine kleine, so eine Platte Mykonos hier angerichtet. Das ist sehr gut. Und dann können wir uns daran erfreuen. Herzlichen Dank, Alfons Schubeck. Und jetzt freuen wir uns auf Essen von Lea Linster, die aber noch gar nicht so weit ist, oder? Nee. Brauchst du noch einen Moment, Lea? Aber nicht lang. Nicht lange? Nein, ich habe hier so einen guten Ofen, also das klappt wunderbar. Nee, mach dir keinen Stress. Ich wollte dich ohnehin fragen, Lea, oder auch mal gerne die Frage so in die Runde geben. Wir sind ja eine Menge Fleischspezialisten auch heute hier am Werk. Wie bratet ihr Lammkoteletts?
Also, Lammkoteletts finde ich am besten, wenn sie... Ich sag dir gleich warum. Für zu Hause oder fürs Restaurant? Für zu Hause. Voll durch. Voll durch, ne? Voll durch. Richtig kross. Nein, du isst mit 5, 6, 8 Leuten eine bullenheiße Pfanne, wirklich richtig schön kräftig außen, ein bisschen knusprig das Ganze drumherum. Und da achte ich auch nicht drauf, ob das innen drin noch rosa ist oder lass das ruhen, sondern ich lasse mir eine ganz dünne Scheiben schneiden, die ganze Plansche voll und dann einfach voll durch. Voll durch. Weil so esse ich es da überall und es ist lecker. Wenn du ein gutes Produkt hast, dann macht ihm das auch nicht. Genau. Und dann braucht man sich nicht selber in Stress setzen, oh, ich muss den Garpunkt treffen. Ein Lamm ist zart. Das kriegst du gar, also gutes Lamm kriegst du gar nicht. Okay, wie machst du es, Alfons? Also, Sie können es ja so machen, wie Sie es jetzt machen. Sie brät es kurz an, legt es auf ein Blech und gibt es in den Ofen rein bei 100 Grad. Dann ist sie nicht so im Stress. Aber legst du es gleich noch mal rein, Lea? Nein, ich glaube, das jetzt nur, weil ihr habt mir mein Bänkchen weggenommen. Deswegen muss ihr jetzt das mal rosa essen. Ja, das stimmt übrigens. Weil ich sehe die Dinger mal, kaum. Warte mal. Ich glaube, hier. Ah, nee. Jetzt wollte ich gerade die Treppe rausreißen. Nein, weißt du, ich gebrauche hier alles. Das war die Treppe. Entschuldigung. Brauchst du ein Bänkchen irgendwie? Nein, nicht unbedingt. Aber das ist nur, wenn ihr mir einen Vorwurf macht, dann komme ich auch mit einem Kontervorwurf. Ja. Alfons, wie machst du es für zu Hause? Also anbraten, ganz kurz heiß anbraten. Ganz kurz anbraten? In den Ofen rein, 100 Grad und dann mache ich den Rest. Okay. Und dann holst du das raus und dann auch, wenn es durchgegart wäre, ist es nicht tragisch, weil das Fleisch immer noch saftig ist. Mhm. Hier bist du jetzt ein bisschen in einer Stresssituation. Die Lea hat da weniger Probleme, weil sie der Profi ist. Aber wenn jetzt einer das zum ersten Mal macht, dann schüsselt er da rum, dann hat er es noch nicht gewürzt. Und so sollte man sie versuchen, beim Kochen keinen Stress zu machen. Genau, wann würzt du das dann? Ja, jetzt gehe ich dann drauf gehen. Ich würde jetzt also Kräuterbutter machen, würde dann diese Lammkotelett wunderbar in eine Kräuterbutter drehen. Jetzt würzt sie gerade, jetzt geht's los hier. Ich mache hier schöne frischen Pfeffer da drauf. Ja. Alles frisch für die lieben Gäste. Kommst du jetzt auch mit Kräuterbutter noch mal leer? Nein, ne? Nein, ich habe jetzt keine Kräuterbutter gemacht. Aber du würdest es dir vorstellen können. Wir haben ja die heute Morgen, nee, das sage ich ja immer, da fällt jetzt keiner drauf rein. Ich bin ja mit dem Flugzeug gekommen und haben die gesagt, nein, hier kommt keine Kräuterbutter rein, bin ich nicht durch den Zoll gekommen. Mhm. Aber es stimmt nicht. Also, die sind auch gut so, weil diese Ratatouille hier, die ich gemacht habe, die ist schön würzig. Ja. Und dieses Fleisch, Lea, ist jetzt nicht so richtig durch, oder? Ach, ich weiß das nicht. Jetzt schneiden wir mal auf und dann gucken wir. Dann gucken wir mal. Ja, okay. Gut. Aber was ist, es duftet sehr fein. Und das ist ja schon mal was. Ja, ne? Sehr. So, also, sind wir fertig, der Lea? Alfons hat mir ja schon gesagt, die Koteletts, die sind sich voll bewusst, dass sie hier vor laufender Kamera präsentiert werden. Die Cuisson ist perfekt. Ja. Alfons, hast du schon probiert? Und? Das ist das beste Fingerfood. Lamm isst man doch am besten so, oder? Ja. Mit schönem Salz obendrauf. Was hast du da? Chilisalz. Ah, super. Ist ein kleines Babykotelett. Ja, gerne. Oh, pardon. Lea. Ja. Wie nennen wir dieses Essen? Lammkoteletts mit Ratatouille, ne? Mit Ratatouille façon Vacances. Façon Vacances? Ja, Ferienratatouille. Ja. Klingt natürlich deutlich besser als Ferienratatouille. Weil in den Ferien sagen die immer, wer kocht heute, gell? Jeder will essen, keiner will wirklich. Morgen sagen noch alle, ich koche heute Abend. Aber was der Abend näher kommt, dass sie dann sagen, kann niemand anders das heute übernehmen. Und wenn da jeder ein bisschen mitschnippelt und das so brät, dann schmeckt das ganz ordentlich. Super. Was denkst du, Tim Melzer? Alfons, was sagst du? Timmy. Ich finde... Na ja, dann bist du am schönsten. Hm? Jetzt sind wir gespannt hier. Und siehst du, da kannst du noch erkennen, was drin ist. Das ist ja auch das Schöne, ne? Ja. Es gibt für mich hier in der Sendung also drei Lieblingsthemen. Das eine ist, was Mutter noch wusste, also so Hausmannskochs. Mhm. Dann definitiv das Überraschungskochen, weil da sind wir alle irgendwie ein bisschen auf wackeligem Eis unterwegs. Und Urlaubsküche, weil da wird so ungekünstelt gekocht. Das geht immer so fast forward. Das sind einfache Handgriffe, einfache Technik, gute Produkte, kein Gedönse. Und der Geschmack ist so pam, pam. Da ist jetzt nichts mit an, auf, zu, ob da Ingwer, Knoblauch, hier noch Zimt oder sonstiges. Oder bei uns wird nicht rumgedödelt, nichts frittiert. Sondern es ist einfach gutes Essen. Und das Ding ist einfach gutes Essen. Mhm. Wie schön. Das ist so simpel. Das ist so. Ja. Mhm. Danke. Super. Lea. Danke. Merci. Das ist sehr lieb. Deswegen habe ich vorhin die Frage gestellt nach den Lammkoteletts. Ja. Die sind nämlich nicht komplett durch. Ja, also die sind so, wie sie sein sollten. Die wussten, wie es geht. Na, ich mag es auch gerne.
Ich mag es auch gerne richtig durch, ja, so wie du es vorhin beschrieben hast. Aber so geht es natürlich auch. Die sind ganz toll. Also man muss echt differenzieren, ob ich jetzt zu Hause eine Grillpfanne oder ob ich jetzt in irgendeinen feinen Laden gehe, wo das Rack, also das, der ganze Rücken im Ganzen, wo ja die Kunst auch ist, das rosa zu braten. Aber jetzt hier genau das, Gnidl, ja. Perfekt. Weißt du, was ich liebe, Alphonse? Ja, weißt du, wir sind ja schon länger da dabei. Auch wenn wir so plus minus machen, dann gelingt es trotzdem. Das hat man einfach so im Griff und das gefällt mir. Also, kochen geht nichts über Erfahrung. Ja. Das, was du jetzt gesagt hast, du lässt dich halt auch nicht aus der Ruhe bringen. Ein anderer dreht jetzt so durch, sagt, die Kotteln hier sind nicht fertig und jetzt muss ich da Gas geben. Und du weißt ja, dass du dein Leben lang nichts anderes gemacht hast. Ja. Du lebst ja mit der Pfanne und mit dem Kotelett. Das ist ja so, wie wenn du auf der Pfanne liegen würdest. Ja. Wir haben vorhin gesagt, wenn ich so eine schöne Pfanne sehe, dann wirft mir weich ums Herz. Und hat die Conny so schön gesagt, ja, da hast du recht, ich krieg auch weiche Knie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wusste immer, ihr seid irgendwie anders. Ich wusste. Aber dann dürft ihr nicht da sein. Ja. Wenn ihr nicht da seid, dann kann die Pfanne uns ganz blöd. Aber ich habe ganz ehrlich, ich habe schon viel gehört, aber noch nie jemanden gehört, der so sinnlich über eine Pfanne gesprochen hat. Also das ist mir. Es steht immer hier. Das ist schon komisch. Cornelia. Cornelia, wie schmeckt es dir denn? Du hast probiert, ne? Ich habe probiert und das ist für mich tatsächlich Urlaub, Lammkoteletts mit Kräutern. Sag mal was zum Ratatouille, Cornelia. Dann müsste ich es vielleicht erstmal probieren, ne? Ja, das hilft. Wer hat das Ratatouille probiert? Andreas, du? Ich. Was sagst du? Schön tomatig. Leicht in die Süße rein. Durch die Paprika, ne? Ja, sehr gut. Beim Lammkotelett hätte ich jetzt ein bisschen mehr Salz für mich gebraucht. Aber sonst Lammkotelett, aber das kann man ja dann nachsalzen. Genau, ne? So. Genau. Ja. Und eine Pesto drauf. Aber sonst sehr schmackig. Ratatouille auch. Läuft? Ja. Was willst du jetzt noch meckern? Cornelia? Probiert die. Ratatouille schmeckt einfach gut. Ist knackig, hat eine schöne Schärfe. Also, ist alles. Ja, warum schmeckst du doch selber? Ich habe es noch gar nicht probiert. Ja, aber ich will ja immer von euch wissen, wie es euch schmeckt. Nein, die Leute wollen doch hören, was ihr dazu sagt. Das ist doch ganz entscheidend. Die wollen auch von dir hören. Ihr redet euch gerade raus, Freunde. Nein, da ist Knoblauch drin diesmal und da sind wir froh. Aha. Was sagst du dazu? Ja, was willst du jetzt doch meckern? Ja, genau. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Mhm. Ich mag diese nicht, Tomaten nicht zu Basis. Knackige. Genau. Dieses griffige, dieses profilige, aber nicht das so al dente, alleinliegende, verlassene Gemüse. Oh mein das Gott. Harmoniert. Jetzt fängt der nächste an. Was ist denn los heute hier? Das ist ein sehr emotionales Essen hier. Ja. Und eine sehr emotionale Sendung. Also man sollte davon profitieren. Nicht immer sind sie so emotional. Das stimmt. Nein, Lea, sehr lecker. Können wir gerne noch mal ein bisschen was weiterreichen? Ganz fein. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Und wir wenden uns Cornelia zu. So, Cornelia, jetzt ein besonders schöner Moment in dieser Sendung, auf den ich mich seit einer knappen Stunde freue. Nicht nur du. Wollt ihr eigentlich was trinken? Ich habe so einen Durst, aber irgendwie... Du sollst in der letzten Sendung ich weiß, aber ich werde ständig vergessen. Und das stimmt. Guter Gastgeber. Möchtest du ein Bier? Nimmst du ein Bier? Ich bin glücklich, vielen Dank. Ich bin auch wunderbar, vielen Dank. Alfons? Mensch, gibt ein Bier, aber ich warte auf das von der letzten Sendung noch. Ja. Das kommt gleich. Gerne. Ich hätte gerne eine Apfelschorle und warte auch noch auf die von der letzten Sendung. Okay. Ja. Ist alles gut. So, jetzt pass auf. Wie ist das Fleisch? Jetzt mal habe ich die erste Reihe serviert. Das Fleisch ist langsam im Ofen gezogen und hat durch und durch eine Farbe. Ist das so gewollt? Ja. Gut. Sag mal, was soll denn die Frage? Ich finde, heute bist du auch ein bisschen komisch. Ich habe von meinem geistigen Auge sehe ich Pinienkerne in allen Farbschattierungen, die der liebe Gott jemals erfunden hat. Es ist einfach schön, dass man auch mal zeigt, dass man nicht alles kann. Ja. Oder einfach auch nein, sagt, nein. Du bist nach vorne gelaufen und hast ja nicht aufgepasst. Aber es hat mit Können nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Außerdem kann ich auch nichts dafür, wenn die Sendung so kurz ist. Cornelia, pass auf, das ist doch jetzt hier unterschiedliches Fleisch, oder? Ja. Links und rechts vom Knochen. Ja, das hier ist Rücken und das ist Filet. Das ist Filet, das ist Rücken. Genau. Okay. Sieht das dann auch anders aus? Das ist etwas fester. Je schneller das Fleisch, kein Tropfen raus.
Es rinnt, es läuft nichts raus, ne? Das ist wahre Kochkunst. Ja, da geht's los. Guck mal. Warte, warte, warte. Warte. Ja. Wow. Das ist doch mal ein Teller, Entschuldigung. Das ist mal ein Teller, ja. Oder? Das ist der Bud Spencer Teller. Ja. Und es ist auch ganz gut, wenn das Messer so direkt im Anschnitt so zu sehen ist. Schau mal, weil dann weißt du genau, gleich geht's los. Also eigentlich braucht man nicht viel, aber wenn man schon in der Toskana ist, da gibt es natürlich auch den schönsten Rotwein. Und da kann man einfach ein bisschen Schalotten und ein bisschen Knoblauch anschwitzen, den restlichen Wein vom Vortag drauf und das mit ein bisschen Butter binden und fertig. Super. So, ihr Lieben, Tim ist auch ein großer Fleischesser, weiß ich. Ja, aber auch Gemüse. Auch Gemüse, ja, für Mama. Sag mal, wie ist das Fleisch? Gerade bei diesem Bisteca liebe ich das, dass das so einen schönen Biss hat, dass man seine Zähne noch benutzen kann, dass es kein Filet ist, dass da noch richtig so ein bisschen Struktur ist. Und ich war vor letztes Jahr war ich in Italien und habe da eben beim Fleischer mir so ein Kotelett geholt, habe bei Freunden gekocht und war erst so, seid mir nicht böse, das wird nicht ganz so sein, weil nicht lang genug gereift, und bin so überzeugt worden, genau davon, von dem Biss auch wieder. Da kann man die Qualität vom echten Fleisch erkennen. Ja. Gell? Du kannst also ja alles mürbe werden lassen. Das gibt es hier auch in sehr marmoriert, ne? Ja. Und das mag ich dann nicht so. Ist nicht mehr so dein Ding. Nee. Also. Das Fett stört mich nicht, aber das also ich finde es toll, dass es Biss hat. Also das mag ich eben genau an der Rinderrasse. Genau. Ganz toll. Super. Sehr schön, Cornelia. Was sagt Andreas? Große Portion, sehr lecker so. So eine Männerportion, das ist so richtig. Ja, Männer, das ist so Asterix und Obelix-mäßig. Für zwei Männer oder für 10 Frauen? Oder? Genau. Gibt's sehr lecker, danke. Ja. Darf ich was Schönes sagen? Es gibt so einen schönen Satz, glaube ich, aus Asterix und Obelix. Dies ist eine gute Geschichte. Und gute Geschichten enden immer mit einem Wildschwein. Das ist hier. Ich habe nicht gesagt, dass ich auch was Schönes sagen. Ja, bitte, bitte. Mal sagen, deine Soße ist hervorragend. Also ich würde jetzt die Kartoffeln, alles, das Fleisch, alles schön da reindippen. Das schmeckt so hervorragend. So richtig frisch, fruchtig nach dem Rotwein. Ohne dass es oft hat man Rotweinsoße, die zu viel Säure kneifen. Ne? Deswegen habe ich ja auch einen kleinen Schluck Portwein dazu. Ja. Und da muss ich dir sagen, deine Kartoffeln sind hervorragend und ich als Luxemburgerin kenne was davon. Voilà. Bitte. Und deswegen ein kleiner Schluck für dich. Lea, wie viel Grad hast du drin gehabt? 150. 150, angebraten 150, 40 Minuten. 10 Minuten. Mhm. Und dann habe ich den Ofen einfach ausgeschaltet, einfach ziehen lassen. Trink einen Schluck darauf. Ach, wenn du so sagst, dann trink ich auch. Das tut gut. So. Du hast es angebraten. Brauchst du noch einen Moment? Ich habe es richtig scharf angegrillt, das Fleisch, von beiden Seiten. Richtig, drei, vier Minuten haben wir gesagt. Das etwas zu heiß gewordene Olivenöl abgegossen, habe ein paar Butterflocken draufgesetzt, etwas Rosmarin, Thymian und einfach nur ein bisschen halbierte Knoblauchknolle. Mhm. Dann habe ich den Ofen, der war auf 150 Grad, habe das 10 Minuten auf ungefähr 46, 50 Grad ziehen lassen, habe den Ofen ausgemacht und fertig. Jetzt musst du sagen, 56, 50 Grad, das, du meinst Thermometer. Thermometer, Kerntemperatur. Hat es dann reingesteckt und geschaut und dann hat es den Ofen ausgeschaltet und dann zieht das Fleisch wunderbar durch. So einfach ist das. Super. Und jetzt fragen sich Menschen zu Hause. Was ist das hier, ein Kompass? Das ist ein Kompass. Das ist ein Kompass, ja. So wie das Ding aussieht. Jetzt fragen sich Menschen zu Hause, warum labern die so lange und schon zum zweiten Mal über diesen Bratvorgang? Die Antwort lautet, Andreas braucht noch eine Stunde ein bisschen noch, Zeit. Bitte. Stündchen noch? Ja, ja, ja. Ja? Können Sie Sendung verlängern? Ja. Das Problem haben wir häufiger in letzter Zeit. Ich glaube, der Posten hier hinten hat keine gute Energie. Ich ja. Schlechtes Karma hier, ne? Ja. Andreas, was ist passiert? Passiert? Ja. Es ist auch nicht kühl genug. Also, was ist nicht passiert? Was ist nicht passiert, genau. Ich habe da diese Schnitte gemacht, dreischichtig. Unten dran ist sie knusprig, dann kommt diese Japone-Schicht und obendrauf kommt diese Schokoladen. Also das Baiser, ne? Wie ist Baiser zwischendrin? In der Schweiz? Ein Baiser, das ist ein Japone. Oder nennt man es in Frankreich? Ein Mandelbiskuit. Genau. Und
ist noch nicht ganz fest, siehst du? Aber ich werde nicht, dann mache ich da so eine Gnocchi drauf. Machen wir eine Suppe? Dann mache ich Gnocchi. Gut, das Beste ist, okay, wir machen es so, genau. Soll ich dir das übersetzen, Andreas? Mach halt so eine Gnocchi drauf. Ja, warte schön, warte, wir machen einen Crunchbone zuerst. Kannst du aber auch einen Brunch wir sind ja Meister im Improvisieren. Auf dem Dessertposten muss man auch ein bisschen flexibel sein. Auf dem Dessertposten? Crunchboden? Absolut. Das ist der Flexiposten hier. Das ist jetzt der Crunchboden. Dann tun wir den Giappone drauf und dann tust du den auch oben drauf. Warte. Sieht ja super aus. Fast noch schöner, als wenn so akkurat geschnitten wird. Ja. Ja? Absolut. Vielleicht geht sogar mit dem Löffel. Ja, tief rein. Wenigstens von der Wie ist denn der Biskuit? Das geht doch super. Der Biskuit. Kai Kirm, ne? Was? Very good. Das ist so gut, das fällt niemandem auf. Der hätte es auch umtaufen sollen einfach. Ja, aber das geht schwierig. Cornelia hat beim letzten Mal so schön gesagt, das Problem ist, dass wir vorher schon sagen, was es werden soll. Weil wenn wir das hinterher erst sagen würden, wäre es völlig egal. Dann könnten wir einfach sagen... Das ist ein kalter Haufen. Wie nennt ihr das? Genau. Ja. Sehr gut, danke. Das ist eine pochierte Creme. Also das ist wie dein Zitronenkuchen eigentlich auch. Da ist keine Gelatine und nichts drin. Man tut das zur Rose abziehen und dann muss es einfach auskühlen. Aber Lea hat das eben gerade ganz süß gesagt. Wenn es kalt ist, dass es richtig gut ist. Wenn es heiß kalt ist. Ich wurde mal gefragt, wir werden oft gefragt, warum gibt es so wenig Frauen in der Spitzengastronomie? Ja. Und das liegt, glaube ich, unter anderem daran, was wir jetzt hier gerade erleben dürfen. Wenn bei Frauen was schief geht, dann entschuldigen die sich. Und wenn bei Männern was schief geht, dann sagen sie einfach, es ist eine neue Erfindung. Also das ist so, das heißt, wir feiern uns einfach für den Fehler schneller und sind gar nicht so selbstkritisch. Aber so wäre es eigentlich besser. Da haben wir die Himbeeren noch mariniert mit so ein bisschen Himbeergeist. Also ist mir egal, wie es heißt. Es schmeckt grandios. Das ist der Hammer. Ja. Danke. Wer isst gerne Schokolade? Hier, was Sie haben als Erste aufgezeigt. Das ist wirklich der Hammer. Das nächste Menü für mich. Mal probieren. Servieren wir es dann so. Vorsicht, das fällt Ihnen gleich alles runter, weil das ist ganz hauchzart. Hammer, ne? Passt schon, aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn man da schön akkurat eine Schnitte hätte runterschneiden können. Andreas, wir haben schon die erste Zuschauerin hier sehr glücklich gemacht mit deinem Essen. Aber schon die erste Zuschauerin sehr glücklich gemacht mit dieser. Ja, okay. Ja, ich habe noch ein paar gemacht dazu. Da vorne die junge Frau, die ist jetzt absolut willenlos. Andreas. Wirklich? Ja. Jetzt schon. Ja, die hat eben von ich habe seit 2 Wochen ein Ding am Finger, so ich muss aufpassen. Bist du frisch verheiratet? Ja. Ja. Ehrlich? Ja. Oh, Gratulation. Frisch, ja? Was ich sag, du hast seit kurzer Zeit, du musst abwarten. Ja. Nein. Das Schaugleich ist jetzt schon fest im Rand. So, wie schmeckt es euch denn? 3-sternig. Grandios. Ja, nicht, bis zum nicht konsequent genug, aber... Wie konsequent genug? Ja, nicht durchgezogen, aber es... Nein, Mischung abgeschnitten. Soll ich dir mal was sagen? Akkurat geschnitten gibt es vieles fertig zu kaufen. Ja, das stimmt. Verstehst du? Aber so schön gehäuft und so in der ersten, mit der ersten Temperatur serviert, das gibt es selten. Ich kann nur sagen, ob 3 Sterne oder nicht, wenn es schmeckt, schmeckt es aus Amen. Danke, Amen. Da braucht man jetzt, Cornelia, nicht viel Vorstellungskraft, um sich überhaupt auszumalen, nicht. Dass das richtig toll ist, geschmacklich. Ne? Aber vielleicht sitzen auch viele zu Hause und sagen, oh, Gott sei Dank, dass es nicht ganz so perfekt geworden ist. Weil ein Koch, der so gut aussieht und dann auch noch so perfekt ist, das ist doch praktisch. Was ist aber am schönsten ist bei so Desserts, wenn du überall so rumprobierst. Und eigentlich ist es nicht angerichtet. Ja. Aber das machen wir ja sowieso. Wir schmecken doch nie ein fertiges Gericht. Wir picken nur rum und dann setzen wir es im Kopf zusammen, oder? Tim, wie schmeckt es dir? Also ich habe noch nie so einen prominenten Kombi gehabt. Also er hat mir ja gut geholfen. Ich kann jetzt gar nicht mehr, also das ist aber nicht der Grund, warum es nicht fertig geworden ist. Das müssen wir jetzt nur damit wir da aufkommen. Nee, super. Wirklich super. Also ich mag das ja. Ich mag so... Ich nenne es ja mal so Schlotz-Desserts. Ich mag das. Ich finde gar nicht so dieses Akkurate, langweilt mich manchmal so ein bisschen. Ich finde genau das, es ist so... Gut, ja. Ich bin halt eher so der... Du bist ja mittlerweile auch so ein Teilzeit-Spanier. Bist ja so lässig so. Ich glaube, ich werde gerade langsam Franzose. Also ja? Ja, noch Dann bist du ja noch gut, entspannter. Gut, auf Mallorca ein Haus zu haben, wenn man Franzose werden möchte. Ja. Ich bin schon mit der Zitrone. Nee, sehr toll. Ganz toll. Wunderbar.
Ich hatte bloß gerade so eine Assoziation, und ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber es erinnerte mich so ein bisschen an die Ferrero Rocher, die ich im Handschuhfach im Sommer habe liegen lassen. Und wenn man sagt, ein bisschen rauslecken kann man es noch. Nein, weil es hat so ein ganz, es hat so eine ganz feine Süße, es ist ein Crunch, es ist ja weich, das ist ja so, aber es ist einfach toll. Das ist lecker. Ja, natürlich, die Zuschauer werden sich sehr freuen. Die kommen gleich, ist gleich weg. Ja, ja, genau, ich finde auch. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie doch. Kommen Sie doch einfach zu uns nach vorne, Cornelia. Du hast auch schon gesagt, dass es toll schmeckt, ne? Grandios. Ja. Ich mag das auch sehr gerne. Und insofern sollten wir an dieser Stelle Danke sagen für eine ganz wunderbare, schöne, entspannte Sendung. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Lea Linster, Cornelia Poletto, bei Andreas Caminata, bei Alfons Schubeck und bei Tim Elzer. Herzlichen Dank. Das war's für heute. Kommen Sie ruhig nach vorne. Greifen Sie zu und jetzt die Kollegin von heute Nacht. Nächste Woche sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss. Sag mal lieber. Oh.